meine Lieben. Ja, heute gibt es meine Monatsfavoriten vom Monat Juli. Und diesmal mache ich aber nicht so viel auf Beauty-mäßiges Zeug, denn da hat sich eigentlich gar nichts groß geändert. Außer, dass ich eher weniger Foundation benutze, bis hin zu gar keiner. Also das hat sich wirklich fast schon grundlegend bei mir geändert. Mittlerweile benutze ich, ich glaube, ich habe kaum diesen Monat Foundation getragen. Also irgendwie 3-4 Mal oder so. Und sonst eigentlich immer, und das ist schon ein Riesenfortschritt für mich. Aber bei den heißen Temperaturen, vor allem ja, in Baden-Württemberg ist es ja so schwülwarm, noch so extremer als meist sonst irgendwo in Deutschland. Und nee, da geht das mit Foundation gar nicht, das zerläuft richtig. Deswegen habe ich das komplett weggelassen. Ja, was auch noch relativ neu ist, was ich jetzt angefangen habe seit Anfang Juli, ist diese Tasche mit mir rumzutragen. So sieht sie natürlich ein bisschen, naja, aus. Also wenn sie gefüllt ist, ist sie natürlich mehr so runder, ovaler, ja. Das ist eine Tasche, die habe ich vom New Yorker, die habe ich allerdings aus dem letzten Jahr. Und das ist meine neue Schwimmtasche. Und immer wenn ich die mitnehme, habe ich mir fest vorgenommen, am gleichen Tag noch schwimmen zu gehen. Also ich packe meistens schon das meiste Zeug hier rein, damit ich gar nicht erst nach Hause muss und das eh bei mir auf dem Weg liegt. Und dass ich dann sofort danach auch schwimmen gehe. Und das habe ich eigentlich jetzt kontinuierlich durchgezogen. Also zweimal die Woche auf jeden Fall. Eigentlich hatte ich vor, dreimal die Woche schwimmen zu gehen. Aber irgendwie, ich bin dann so kaputt teilweise. Und manchmal lässt sich das auch nicht vereinbaren, weil das Schwimmbad entweder zu hat oder nicht lange genug offen hat, bis ich dahin komme. Und sich das dann nicht lohnt und so. Und deswegen zweimal auf jeden Fall. Das habe ich jetzt jedes Mal geschafft. Und ja, ich mache dann immer so 1,5 Stunden am Stück Brustschwimmen ganz normal. Und ja, ich finde, das ist so ein Sport, der so den ganzen Körper formt und der bei der Hitze einfach der allerbeste ist, weil ich kann mir das nicht vorstellen im Fitnessstudio. Das ist für mich eh schon so eine Qual. Außer Probetage habe ich da noch gar nichts an Zeit verbracht. Ja, ich mag das nicht. Einfach nur auf einem Laufband zu rennen oder so, das ist für mich irgendwie total langweilig. Und ja, so Kraftübungen ist auch so, naja. Deswegen mache ich jetzt mal Schwimmen und guck mal, wie lange ich das durchhalte. Aber momentan mache ich das und ziehe das auch noch weiter durch und das macht mir total Spaß. Erst recht, wenn noch jemand, eine Freundin oder so mitkommt und dann ist das noch viel besser, wenn man dann daneben auch noch reden kann und so. Ja, dann ist das einer meiner Monatsfavoriten. Das ist der Babyliss Miracurl. Und wer darüber noch weiteres wissen möchte, weil der so tolle Locken zaubert, dem verlinke ich hier mal das Video dazu oder ich zeige euch mal ein Bild und blende euch das ein. Das ist ein Wahnsinnsgerät, das ist natürlich auch mega teuer, ja, das haben auch viele, ich sag mal, bemängelt. Das weiß ich auch, ich fand es auch eigentlich viel zu teuer, aber es wirkt einfach, also es funktioniert so gut und die Locken halten einfach so toll. Deswegen habe ich mich doch für ihn dann entschieden und ja, einfach ein Megateil. Dann so eine Sache mit den kleinen Mücken und so. Und da sie mich hier abgöttisch lieben und sobald eine nur in die Nähe zu mir kommt, ist sie sofort an mir dran, habe ich ja dieses Antibrumm jetzt und ich habe es sehr, sehr ausgiebig jetzt getestet. Ich musste, sagen wir es mal so, ja, ich musste 2 Stunden im Wald verbringen abends. Ja, und da ist ja Mückenterror hoch 10. Und ich muss sagen, sie haben mich nur an einer Stelle gestochen, wo ich vergessen hatte, mich nochmal neu einzusprühen, weil ich es kurz abwaschen musste, weil was abgefärbt hatte. Und das war am Bein und ansonsten haben sie mich wirklich nicht gestochen und sie stechen mich immer. Also dieses Ding hält wirklich diese Mistbiester ab. Was allerdings so ein kleiner Nachteil ist, ich glaube, das ist nicht so hundertprozentig verträglich, ja, mit der Haut, also nicht bei allen. Also bei mir war es teilweise so und bei anderen auch, dass es so leicht gekribbelt hat. Es ging dann, es wurde kein Ausschlag oder so, aber ich weiß nicht, so hundertprozentig toll ist das, glaube ich, für die Haut nicht. Aber solange mich die Viecher nicht zu Tode stechen, ich nachher irgendwie 20, 30 Schnakenstiche habe, und das ist nicht übertrieben, das hatte ich schon, benutze ich das. Aber man muss es wirklich, wenn man es ganz genau haben möchte, überall auftragen. Überall. Komplett. Also wenn man wirklich so komplett irgendwo ausgesetzt ist bei einer Grillparty oder so, man weiß, man wird hundertprozentig gestochen, dann darf man sich einmal komplett damit einsprühen. Aber es hilft. Es hilft definitiv und es hält lange an, der Schutz.
Dann ein absolutes Must-Have, ich habe jetzt eine davon aufgebraucht, sind diese Wassermelonenkerzen von DM. Ja, die kosten ja nicht viel, ich glaube 1 Euro irgendwas, und die riechen so gut. Oh mein Gott, also das riecht wirklich gut nach Wassermelone und ich liebe alles, was irgendwie mit Wassermelone zu tun hat, und das ganz besonders. Wenn man da in den Raum reinkommt, es riecht wirklich nach Wassermelone und ach, ich liebe das sehr. Dann fernsehmäßig habe ich ganz, ganz viel und habe es jetzt auch durchgeschaut, The Vampire Diaries. Ich weiß, ich konnte nicht warten. Ich habe es ja verpasst, den Anfang von Six, die haben das ja ausgestrahlt wegen Germany's Next Topmodel, was ich ja eh schon unmöglich fand, weil die Zielgruppe, finde ich ja, ist ja so die gleiche, ne? Also die, die Vampire Diaries gucken, gucken auch oft Germany's Next Topmodel und so. Also, ne? Ihr wisst, was ich meine. Und das war total mies, dass es dann gleichzeitig gekommen ist. Und dann habe ich ja damals Germany's Next Topmodel eher geschaut. Jetzt habe ich, es gibt ja so manche Seiten im Internet, wo man sich das einfach angucken kann, ohne dass das irgendwie illegal ist oder so. Solange man sich das nicht runterlädt, ist das okay. Und ja, da habe ich mir das jetzt angeschaut und ich liebe ja, ach, Vampire Diaries ist genau meins. Also das ist so meine Serie, ich liebe das total. Es war für mich eine Qual zu warten und zu hoffen, dass vorher noch irgendwie die Staffel rauskommt und ich das so lange durchhalte. Habe es jetzt allerdings nicht geschafft und habe das jetzt kontinuierlich durchgeschaut und ja, ich finde die Story mega gut. Freue mich schon, dass sie eine 5. drehen und ja, noch mehr Ian Summer holt, also Damon, ne? Sowieso der Star für mich von dem ganzen Ding. Ja, das waren jetzt mehr so random, Lifestyle-Favoriten-mäßig. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!